ganz arg und ganz schwer zum Zirkel im Keller. Nein. Nicht? Aber was anderes im Zirkel und zwar. Was? Ich hab keine Kamera. Aber ich? Ich hab einen Hintern im Gesicht gehabt und dann eine Tür. Willst du mich fangen? Rio, du sollst nicht in der Hocke hinter jemand daherlaufen. So hört sich's gerade an. Er ist den Hintern an die Tür. Das Foto hat nicht gezählt. Meine Herren. Also haben wir auch keine Fotoabdrücke. Fotoabdrücke? Fingerabdrücke, doch. Haben wir trotzdem, bloß weil das Foto nicht zählt hat. Nein, wir haben Fotoabdrücke. Schon zu spät. Ich hab so einen Fotoabdruck. Ja, bei Hand hat aber. Well! Okay, dann herzlichen Dank. Was? Dein Hintern ist eine EMF 4. Der Hintern? Wie alt bist du? Du musst einen Thermometer. Nein, er hat eine Rauschebox sein. Ja. Ach, jetzt auf einmal. So verloren bin ich dann auch wieder nicht. Bist du hier? Die Aussage verweigere ich jetzt ohne meinen Anwalt. Ich bin gleich wieder da, ich sag schnell gute Nacht. Mach das. Jetzt hörst du im Hintergrund gute Nacht rufen, dann ist er wieder da. Gute Nacht! Da bin ich wieder. Juhu, ich darf ihn kommen. Also ich hab ihn gehört. Wenn ich den Weg finde. Ist das ein Hand? Ja. Wer macht denn hier immer Licht an? Du, ne? Nee, Rio nee. Ist das. Rio! Lass das Licht aus! Ah, schön. Ich war's nicht. Ja, süß! Kommt aus dem Van! Ich war's nicht! Hilfe! Ja, guck mal, der dreht durch. Hilfe! Hast du auch die Hab mich Liebjacke an, oder was? Nein, die haben wir vergessen. Moment, was ist denn das? Oh. Ah, nee. Die haben wir vergessen, die... Oh. Ups. Ach hier. Okay, tschüss. Oha. Frier, ihr habt 0,6. Hast du zu gemacht? Minus sogar. Ja, das war ich. Was? Hä? Dann haben wir Boxen die Frier. Dani, überfordere mich nicht. Box, Gefriertür, was? Hä? Was? Hilfe! Kannst du mal... Na... Danke. Ja, ah, Katzes. Die Katzes auch. Hab's gleich. Wieso hab ich jetzt die Kamera weggeworfen? Oh, hi. Weil du Rio bist. Ich weiß. Ja, nee, gut geantwortet. Ja. Doofe Frage, doofe Antwort, ist doch logisch. Hasilem, was soll ich sagen? In 2 Jahren habe ich die 4 von den Dotten und jetzt kommst du? Ich dachte, du bist älter. Du, Dani, das mit Altes hat man gesagt, mit 24 Dani. Ist alt. Dani, ich habe einen kleinen Rostläffischen gekehrt. Jei, sowas sagt man so eine Dame nicht. Und du bist noch älter, ja danke. Bist du freundlich? Okay, jetzt bin ich auch tot. Bist du freundlich tot? Geil. Okay, die. Nimm das Radio in der Hand, tot. Achso, Kerze wollte ich hinlegen. Werf so um. Du brauchst einen Sinne hinlegen. Zack, Teppich weg. Jetzt sind die schon wieder eine neue Runde. Okay. Alles reinwerfen. Hat keiner gesehen. Nee, ich schreibe dann lieber nichts. Moment, Stürmchen, das will ich jetzt mal schauen. Ich hab beim Schneide gesehen, du hast Kerze an die... Das geht! Du kannst die Kerze wirklich an die Decke vom... Achso, ja, das geht. So, dann mal jetzt so. Mir geht's soweit gut. Muss ich ganz mal ganz kurz hab's gleich. Dani, komm dazu. Hey, Dani, komm dazu. Oder wir müssen wieder so schlimm sein, dass Lilia verzweifelt doch noch in den Discord kommt. Oh, Mutti hat dann zu Hause. Lilia, komm dazu. Lilia, komm dazu. Scheiße, was ist los mit mir? Also, du hast so viel geschnüffelt. Die Frage stelle ich mir auch gerade, Riolein. Was ist los mit dir? Ja. Ich weiß es nicht. Zu viel?
Die Sprühdose. Du weißt doch, Rio, egal was du genommen hast, wenn du das nimmst, dann gib wenigstens was ab. Ich wüsste noch bei plus 3 hoch. Ende hoch, sie sind verkraftet. Ja. Wo piepst? Bei dir. Nee. Nein, doch. Geringfügig schon. Geringfügig? Nur geringfügig. Ich bin höflich, das müsstet ihr mittlerweile wissen. Also heute habe ich echt einen an der Klatsche. Einen? Heute? Wir hatten bisher noch keinen dritten Beweis, ne? Kein Schnüffeln! Buch, kein Schnüffeln? Rio, was ist heute mit dir falsch? Ich weiß es nicht. Alles. Ach, mein Stimme ist gerade gemutet. Ihr gesagt, mein Vogel piepst. Wo? Oh Mann. Hey. Und wie groß ist der? So groß wie ein Albatros oder noch größer? Ich dachte, ich schleiche mich mal zu euch rein. Lilia! Oh, er hat nicht gehört. Hilfe. Ich doch nicht so an, Rio. Ich hab jeder Geistangst. Ich hab jeder Geistangst. Keller am kältesten? Bist du schreiend? Keller, Schaukelsturm. Sturm, komm mal. Sturm. Keller. Schaukelsturm, auf, ab in den Keller, da gibt's einen Schaukelsturm. Die Schirrung hat sich ja wieder. Vielleicht. Wie heißt du? Die benutzen meistens Items drin, die wir benutzen müssen, oder Geistinteraktion reinigen den Bereich und weiter, das erklären wir dann später. Dann drehen wir uns einmal um. Ja, darauf habe ich schon gewartet. Auf dieser Rückwand jetzt haben wir ganz hier bekloppt. Klär mal Nummer, warte mal. Sind alle draußen? Da haben wir was zum Schreiben. Ne, ich muss erst noch die Nummer holen für Rage Queen. Aber ich glaube, der will die Nummer nicht geben. Hier war doch ihr. Waaah! Nee! Armkuchen! Zur Tür rein und instant tot. Ich hatte keine Chance. Ja, weil Rio gerade. Ja, weil Rio gerade in dem Moment, wo er gedrückt hat, bist du reingekommen. Oh nein! Ja, aber exakt in dem Moment spawnt ihr auch noch. Genau in mir. Ich war nicht irgendwie einen Meter was oder von weg. Aber wir sind so komische Zwillinge. Wieso bleiben die nicht drin? Da steht das Chapchen von hinten. Was? Lass abfahren. Ja, wir brauchen einen Dock noch. Ja, tut mir leid. Ich kann nur 5 Meter rennen, dann bin ich wieder aus der Puste. Jürmchen will Zäpfchen spielen. Ja, bitte Beeilung, weil ich habe jetzt hier 2 Kindergartenkinder, die das lauter Blödsinn machen. Und wir haben ein Beweisfoto davon. Nichts wie weg hier. Da. Wir kommen auch trotzdem mit. Nur 2 Kinder. Ja, super. Da stand, hockt neben dir gehockt einer. Ja, das habe ich kurz vorm Tod eben noch gesehen. Einmal oben, ist noch, oben ist da noch die Spieluhr. Ja, sagte ich vorhin. Guck mal, wie hübsch ich bin. Oh, scheiße. Ich kann doch nicht anmachen. Eine Pille haben wir noch. Nee. Aber bei dem Geisteszustand. Hab's gleich. Ich krieg's noch. Moment, ich hab. Achso, ich hab 2 Feuerzeuge. Ups. Ich bin auf deinem Bett. Okay. Level. Event bei uns. Ich seh nichts mehr. Perfekt. 3 Sterne. Hand. Wie geht die Tür auf? Ich bin tot! Sag jetzt lieber nicht, dass man Kindermädchen brauche. Ups, jetzt hab ich doch gesagt. Moment. Wenn ich so nach einem Kindermädchen gefragt hätte, warum nicht? Juhu! Dann überlege, ob ich es sag oder ob ich es nicht sag. Ja, dumm gelaufen, dass es dir schon rausgerutscht ist. Stellt sich nur die Frage, auf welches Kind ich aufpassen soll, ne? Auf das da.